Du betrachtest den Weg. Den Weg, den du bisher gegangen bist. Deinen Lebensweg. Bilder tauchen auf. Bilder von deiner Geburt, deiner Familie, als du Kind warst, deine damaligen Freunde, die Schule, deine Berufsausbildung. Du betrachtest die Bilder, als du Teenager warst. Bilder als Erwachsene. Deine eigene Familie. Deine berufliche Laufbahn. Deine privaten Begegnungen. Freundschaften. Deine Liebesbeziehungen. Und du entdeckst den roten Faden auf deinem Lebensweg. Situationen, schmerzhafte Situationen, die sich wiederholt haben. Wiederholt mit unterschiedlichen Personen. Doch immer wieder in ähnlicher oder derselben Form. Du hast vielleicht diesen Menschen oder den Ereignissen die Schuld gegeben, bist aus diesen Situationen geflüchtet. Oder hast dich von diesen Menschen getrennt. Doch am Ende fandest du dich immer wieder dort. Jetzt erkennst du diesen Schmerz, diese Wunde hast du in dir. Und die Situationen und Personen spiegeln dir diese Wunde. Sei es die Wunde der Ablehnung, sei es Eifersucht, dich klein, schlecht oder minderwertig zu fühlen. Die Wunde des Verlassenwerdens oder kalt und respektlos behandelt zu werden oder vielleicht von allem etwas. Diese emotionale Wunde hast du mitgebracht. Mitgebracht aus deinen vorherigen Inkarnationen. Jetzt erkennst du auch deine Lernaufgabe, nämlich diesen großen Schmerz, diese unsichtbare Wunde in dir zu heilen. Denn jetzt ist die Zeit und die Energie dafür da,
für die Heilung deiner Seelenwunde. Zu heilen für ein freieres Leben. Zu heilen für die Ewigkeit. Wenn dieser emotionale Schmerz in dir hochkommt, ausgelöst von einer Situation oder einer Person, gehe mit deiner Aufmerksamkeit hinein in dieses Gefühl, das sich auch an deinem Körper bemerkbar macht. Lasse dieses unangenehme Gefühl zu. Spüre es. Sprich liebevoll mit dir und nimm es dankbar an. So kann es Stück für Stück gehen. Dieser Schmerz, dieser emotionale Schmerz, diese tiefe Seelenwunde will angeschaut und angefühlt werden. Sie will gehen, endlich, nach langer Zeit gehen. Sei mitfühlend und liebevoll mit dir. Dies ist der Weg in ein neues Leben, in ein freieres Leben. In ein Leben, das Selbstverantwortung für deine Gefühle, für deine Emotionen. Bedanke dich in Gedanken bei allen, die dich auf deinem Weg begleitet haben. Und sag Danke für die Spiegelung deiner Seelenwunde. Dadurch wirst du frei. Endlich frei.